Und ein Highlight jedes Jahr im Frühjahr und auch so im Spätsommer, Herbst ist natürlich die Verleihung des IAW Awards. Ein Award, der von der Aktionswarenmesse vor vielen Jahren ins Leben gerufen wird. Und jedes Jahr werden viele Produkte eingereicht, die dann eine prominente Jury vor Ort mittags besichtigt. Dieses Jahr war der Tisch wieder prall gefüllt. Und wir wollen jetzt die Dritt-, Zweit- und Erstplatzierten bekannt geben, die auf der Bühne den heiß begehrten IAW Award bekommen. Und ich darf jetzt zur Seite gehen, hol dann zuerst mal den dritten Platz und dann auch natürlich die verantwortlichen Menschen auf die Bühne. Der dritte Platz dieses Jahr geht an die Firma Krüger und Gregoradis mit der Virtual Reality Brille für jedermann. Applaus, Applaus, Applaus. Da kommen Sie bereits zum dritten Mal auf die Bühne. Grüße euch recht herzlich. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich komme mal in die Mitte kurz und frage mal. Ruhig mal vorne in die Mitte kommen. Ja, eine 3D-Brille kennt man ja, eine Virtual Reality-Brille. Aber diese, die es hier gibt, ist endlich für jedermann erschwinglich und für jeden zu benutzen. Was ist die Idee dahinter? Was ist das Ganze? Ja, die Idee an dem Produkt generell ist, es gibt viele Brillen am Markt, die um die 50, 60 Euro kosten im VK zu einem Kunden. Eine Brille jetzt mitzuentwickeln, die unter 2, 3 Euro liegt und die für jedermann benutzt werden kann und mit normalen Apps aus dem App Store für Immobilienzwecke, für virtuelle Showräume, für virtuelle Messen genutzt werden kann. Also die Jury hat auch die Idee dahinter gerade, dass es ein Produkt ist zum Kennenlernen, wirklich als sehr positiv empfunden und weil man es gut verkaufen kann, weil es ist gut verpackt. Ja, danke. Da haben wir relativ lange dann rumgedoktert, um eine günstige Verpackungsweise zu finden, die es aber noch ein bisschen edel aussehen lässt und es ist wirklich sehr einfach zusammenzubauen. Wie gesagt, es ist ein erschwingliches Einsteigermodell. Das wollte ich mal öffnen. Es ist so gemacht, dass die Brille, ich darf das mal kurz zur Seite legen, die Brille hat also normalerweise noch einen Spanngurt. Hier vorne kommt das Handy rein und jedes Smartphone wird damit zum 3D-Smartphone. Genau, man muss sich nur einfach eine App runterladen mit dem entsprechenden, was man gucken will, zum Beispiel eine Achterbahnfahrt oder eine virtuelle Autobahnfahrt. Lädt das auf sein Handy runter, tut das Handy rein, spannt es fest und bereits diese Passform deckt 80% aller gängigen Handymodelle ab. Was sagen die Kunden, die es zum ersten Mal anziehen und ausprobieren? Die Brille unterscheidet sich zu ganz handelsüblichen 3D-Brillen, wie sie von 3D-Fernseher gesehen. Weil ein 3D-Fernseher, da sehen Sie den 3D-Effekt, hier erleben Sie eine komplette virtuelle Welt. Das heißt, Sie gehen online durch, wie gesagt, einen Showroom oder Sie können sich in einem Volvo oder einem BMW ein Auto Ihrer Wahl setzen und komplett eine Testfahrt im neuen Wagen verführen. Wahnsinn, also der dritte Platz und da gibt es auch die Urkunde. Frau Mahnke, kommen Sie auf die Bühne. Aus dem Organisationsteam. Frau Mahnke kriegt auch einen tollen Applaus. Man darf da kurz zu sagen, Sie haben schon mal mit einer Musikbox gewonnen und mit einem wasserangetriebenen Auto haben Sie auch schon mal den Award gewonnen. Und bleiben Sie aber hier oben gleich noch fürs Gruppenfoto. Ja. Und dann gehen wir jetzt zum zweiten Preis. Auf dem zweiten Platz, Trommelwirbel, geht an die Firma Smartwares mit Smart Home Wireless. Applaus, Applaus, Applaus. Wer ist da? Da kommt er zu mir. Das Produkt nehme ich schnell mit nach vorne. So, ja. Erstmal Glückwunsch zum ersten Mal den Award gewonnen. Erzählen Sie uns, das Wireless Control System hat die Jury überzeugt, weil sie gesagt hat, also einige der Juryleute sagten, die Idee dahinter wäre so gut, weil man damit auch nachhaltig Strom sparen kann. Das war der Ansatz, dieses Produkt auf den zweiten Platz zu wählen. Was ist das überhaupt? Richtig, also damit kann man sicherlich auch Strom sparen, wobei Strom sparen natürlich nicht das Einzige ist, was damit geht. Und das sehen wir auch am Kundenfeedback. Das ist ein Einsteigerset, das ist dann noch weit erweiterbar mit Heizungsmodulen und so weiter, sodass ich am Ende wirklich ein komplettes Smart Home System haben kann. Und Strom sparen kann ich dadurch relativ einfach, indem ich eben diese Funksteckdosen, die hier mit drin sind, nicht nur über eine App an- und ausschalten kann, sondern ich kann eben auch über diese intelligente App gewisse Szenarien programmieren, dass ich also automatisiert sage, wenn ich das Haus verlasse, ist es ein Knopfdruck auf mein Smartphone und alles geht aus.
oder ich kann gewisse Timer-Settings vornehmen, dass ich sage, wenn ich nicht zu Hause bin und weil ich arbeite, dann braucht der Fernseher nicht im Standby zu sein, dann braucht die Mikrowelle oder was auch immer, braucht dann keinen Strom. Oder ich kann eben auch, wenn ich einen Nachtstromtarif habe, dann das Ganze so programmieren, dass mein Trockner oder meine Waschmaschine eben nachts den billigen Strom verbrauchen und nicht tagsüber. Und auch hier, wie beim zweiten Platz, braucht man lediglich ein Smartphone. Vielen lieben Dank, Sie kriegen den zweiten Preis überreicht, den IAW Award und natürlich die Urkunde. Und damit kommen wir zum diesjährigen Preisträger des ersten Platzes beim IAW Award. Und da muss ich sagen, da hat sich die Jury, die haben so einen riesen ovalen Tisch, da mussten die ein paar Mal rumlaufen. Und dann immer wieder haben sie das Produkt hochgenommen. Ich bin natürlich auch mit in der Jury und da gab es noch eine kontroverse Diskussion. Ist das ein erster Platz? Letztendlich hat aber dann die Alleinstellung am Markt und das Know-how dahinter, die Idee dahinter und das Preis-Leistungs-Verhältnis für den Sieg gereicht. Der Sieg des diesjährigen IAW Awards geht an die Firma QuickPack mit den Müllbeuteln. Die Müllbeutel haben gewonnen. Jetzt werden Sie sagen, die sind doch bescheuert. Wie kann denn Müllbeutel gewinnen? Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim IAW Award. Das müssen wir natürlich jetzt erzählen. Also ein Müllbeutel, der einen Award gewinnt. Warum hat der den Award verdient? Ja, sind wir erstmal selbst ein bisschen überrascht. Aber ich glaube einfach, dieser innovative Gedanke oder diese innovative Idee, dem Müll mal ein Schnäppchen zu schlagen, beziehungsweise dem Geruch des Mülls ein Schnäppchen zu schlagen, ist uns gelungen. Es war natürlich sehr schwer, glaube ich, die Jury zu überzeugen. Wir haben echt da gestern Abend gedacht, was machen wir, wie kriegen wir es hin? Aber ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden und wir freuen uns natürlich, dass wir hier den ersten Platz gemacht haben. Vielen Dank. Also da müssen Sie sich gleich mal darüber informieren, das sind Müllbeutel, die reißen nicht mehr, das sind Müllbeutel, da läuft kein Wasser mehr aus und das sind Müllbeutel, die riechen dann, die übertünchen nicht mit einem anderen Geruch, sondern die eliminieren Geruch. Ich darf das kurz mit einem Satz sagen, da ist ein Additiv drin, also ein Zusatz, der also sobald da Müll reinkommt, diesen im Geruch eliminiert. Sie können also selbst Fischreste 3 Tage oder auch Knoblauch funktioniert, einfach in den Müllbeutel lassen. Klar, wenn man die Nase reinhält, riecht man was, aber wenn man die Mülltüte aufmacht, dann riecht man eben nichts. Und das ist der erste Platz, Frau Mahnke. Dafür gibt es die Urkunde und damit dürfen Sie natürlich auch in die Werbung gehen, mit dem IAW Award so einen tollen Preis gewonnen zu haben. Sie sind schon viele Jahre Aussteller, haben aber bisher noch nichts gewonnen, ne? Wir haben bis jetzt auch noch nicht teilgenommen. Wir sind froh, dass wir endlich mal ein Produkt am Markt haben, wo wir uns auch hier präsentieren können. Man denkt immer, Müllbeutel ist nicht so spannend, aber hier zeigen wir, dass es innovativ sein kann und dass wir wirklich was Interessantes hier für Sie haben. Jetzt machen wir noch das Siegerfoto. Dazu darf ich Sie mal eben nach vorne bitten, das zusammen so zu halten, sich richtig vorne auf die Bühne einmal zu stellen. Einmal nur Sie als Sieger, ja, halten Sie auch die Müllbeutel hoch. Sie kriegen bestimmt auch einen Applaus für den IAW Award, den Sie gewonnen haben. Und dann dürfte ich auch bitten, ein Siegerfoto alle 3 Award-Teilnehmer ruhig hier vorne nebeneinander zu bitten. Alle 3 nebeneinander. 1., 2., 3. in der Reihenfolge auch. So. Nee, lass den 2. Ja, oder den Sieger in die Mitte. Das geht natürlich auch. Natürlich, wie bei der Formel 1, auch das funktioniert. So, ruhig nach vorne schön ins Licht. So. Und freut euch, ihr habt gewonnen! Sie dürfen ruhig klatschen, nehmen Sie dabei die Hände aus den Taschen, dann tut es nicht so weh, genau. Dankeschön. Oh, so, das war dann zum letzten Mal der Gewinn. Nein, Frau Mahnke, das merken wir uns. Ne? Nein, das ist also der Award. Mit dem Müllbeutel wäre das nicht passiert, ganz genau. Ja, und ich darf Sie einladen, auch heute ist natürlich noch ein bisschen Programm hier und auch morgen ist natürlich noch Programm. Und wenn Sie jetzt Lust haben, mit den Siegern ein Gespräch zu führen, wir trinken jetzt zusammen ein Glas Sekt, oder? Liebe Sieger, danke Ihnen, meine Damen und Herren. Und wenn Sie Fragen haben, jetzt ist Raum für Gespräche. Danke Ihnen. Jetzt wird gefeiert, jetzt trinken wir Sekt.